Das gar kein freie Nacht. Chicken hat ausgeriehen. Sicher ein paar. Ein paar, ja. Ein paar, ne, sonnengeweihte Elfenpfeile von Mister, ich bin der letzte Schneeelf wahrscheinlich, gesnackt. Und ein paar gut verfluchte Elfenpfeile hat Auriels Bogen aufgebessert. 314. Um einiges mehr Schaden. Ach, du Scheiße. Meine stärkste Waffe. Na gut, ich habe wegen diesem verkackten Ding auch so sehr gelitten. Also von daher, Entschädigung. Akzeptanz. Trage ich eigentlich meine. Jetzt, wo ich darüber nachdenke. Ja. Gut, reden wir nicht davon. Reden wir von anderen Dingen. Nein. Warum will ich die Dinger nochmal vorlesen? Ja, weil ein Tagebuch dran steht. Das ist eigentlich egal, welche Reihenfolge ich das lese. Es kommt jetzt in das tausend Dinge lang. Berührung des Himmels. Ein Buch von Pamion Saldor. Übersetzung aus der Falmersprache. Einfach mal lesen, einfach mal lesen. Calzelmo von Markart? Ja, der ist mal hier angereist in, keine Ahnung, atemberaubender Geschwindigkeit und zack, hat's schnell mal übersetzt. Viele der tapfersten Schneeelfen nahmen es einst auf sich, eine unermüdliche Reise durch die Kantorei anzutreten, an deren Ende sie ins Allerheiligste gelangen würden. Sie alle teilten den brennenden Wunsch, eins mit ihrem Gott Auriel zu werden. Man soll sie zur Sonne fliegen und verbrennen. Und trotz ihrer festen Entschlossenheit, sich dieser Ehre als würdig zu erweisen, waren nur wenige von ihnen auf die bevorstehenden Prüfungen vorbereitet. Denn der Weg zu Auriel ist mit vielen Mühseligkeiten verbunden. Die Pilger mussten den natürlichen Widrigkeiten des tückischen Tals trotzen und auch unzählige Mal ihre Glauben und ihre Loyalität unter Beweis stellen, besonders wenn gigantische Frostbeerspinnen auf sie herunterstürzen. Aus unmittelbarer Nähe. Es heißt, dass viele von ihnen schon nach kurzer Zeit aufgaben und wieder umkehrten. Ich war auch lieber umgekehrt. Nee, ich wäre ja mit Arvak lieber über die Berge gehopst, aber ich darf ja Arvak anscheinend in dem Tal nicht beschwören. Manche behaupten, die Ablehnung, die sie nach ihrer Rückkehr erfuhren, sei grausamer gewesen als jede Bestrafung. Ist auch grausam, die auf ihrem Pfad nach vorn ihnen liegen konnte. Nach ihren Versagen mussten sie im Schatten jener leben, denen die große Ehre des Aufstiegs ins Licht zuteil geworden war. Ihr Glaube und ihre Loyalität Auriel gegenüber wurde fortan in Frage gestellt, und so verbrachten sie den Rest ihres Lebens in Schande und Reue. Wurden in Exil geschickt, um den Avatar zu finden, um so dass sie ihre Ehre wiederherstellen können. Moment, halt, falsch, stopp. Doch auch die Geschichten jener, die das Allerheiligste erreichten, sind nicht frei von Kummer. Man sagt, viele seien in ihrer Ankunft nur noch ein Schatten ihrer selbst gewesen. Ja. Warum wohl? Manche hatten die Schlaflosigkeit in den Wahn getrieben, andere hatten die körperlichen Entbehrungen an den Rand der Gebrechlichkeit gebracht. Am Ende ihrer Reise war das Wunder, dass sie immer noch die Kraft hatten, ihr Gefäß die Treppen hinauf zum Tempel zu tragen, der endgültige Beweis ihrer Loyalität. Und möge ihre einzelnen Geschichten noch so verschieden sein, so gleichen sich ihre letzten Worte doch auf unheimliche Art und Weise. Sie berichteten, dass jeder aufgestiegene Pilger in hellem Licht gebadet wurde und sein Gesicht voller Lösung und Zufriedenheit erstrahlte. Vielleicht haben sie auch einfach nur das Licht am Ende des Tunnels erreicht, aber nicht gemerkt, dass es eigentlich ein Zug ist, der auf sie. Ja, Zug. In Elder Scrolls. Ein Zug. Not very likely.
Aber es ist möglich. Es hätte möglich sein können und es geht aufs Prinzip. Die Betrogenen. Pferdchen, was sollst du für ein Buchstabe darstellen? Soll das ein B sein? Bis der Schneeprinz zu Boden brach, war das Ende der Eiselfen gekommen. Wieso jetzt Eiselfen? Geschlagen und vereint in grausamem Ungemach hat ein einziger Moment ihnen alles genommen. Ihre Haut berührte einst des Windes kühler Hauch, nun brennt dort des Feuers heiße Flamme, und der einst tiefe Stolz in ihrem Bauch ist längst vergessen wie ihr Name. Ihre Heimat in Eis und Frost entrissen, stehen sie nun vor der pechschwarzen Nacht Gericht. Vor Furcht nicht mehr weiter, sie wissen, ihren Augen entweicht langsam der Hoffnung Licht. In Ketten versklavt und belogen ist das Licht der Finsternis gewichen, allein verlassen und betrogen, in immer tieferem Wahnsinn sie siechen. Ein sehr trauriges Gedicht. Ja. Von Yngve. Ich bin zu Tränen gerührt. Deswegen sind meine Augen staubtrocken. Agarven. Vorwärts, nicht rückwärts. Die Datumsangabe dieses Tagebuchs wurde wortwörtlich übersetzt. Dieses Kauderwelsch entspricht keiner modernen Zeitdarstellung. Daher wird angenommen, dass es sich um eine besondere Art der Zeitrechnung mit einer bestimmten Zählweise für Tage und Monate handelt. Ausgrabungen in alten Falmer-Sklavenunterkünften haben Messinggefäße in Form einer tiefen Schüssel zutage geführt, in deren Innenseite 20 grobe Markierungen geätzt wurde. Forscher der Falmer-Kultur nehmen an, dass diese Schüssel unter einem hervorstehenden Felsen gestellt wurde, von dem Wasser herabtropfte. Oder die Schüssel wurde einfach so einer Wasserfolter unterzogen. Immer auf einer Stelle Tropf, Tropf, Tropf. Und dann bohrt sich das Wasser, weil es immer auf eine Stelle tropft, dann wird sich die Stirn aufgeweicht an dieser einen Stelle und, ne, durch den Schädel hindurch. Unschön. Der Wasserstand in der Schüssel erreichte nach und nach die verschiedenen Markierungen und gab ihnen somit einen ungefähren Eindruck der verstrichenen Zeit. Aufgrund dieses Tagebuchs wird das Gefäß als Kulnir bezeichnet. Ein primitives Zeitmessgerät der Falmer. Ja, die blinden Falmer. Ablesen. Stecken wahrscheinlich einfach den Finger in die Schüssel und gucken, Wasser geht bis da und da an meinem Finger, so spät ist es also. Dritte Markierung, sechstes Kulnir. Ich habe das Gefühl, dass verstehen wir uns schon als verstehen, als, ach so, verstecken. Verstehen. Das verstecken wir uns schon seit Jahren. Ich wage es nicht, unseren Aufenthaltsort zu erwähnen. Sollte dieses Tagebuch entdeckt werden und in die falschen Hände gelangen, würde ich damit die guten Leute dieses Hauses in Gefahr bringen. Uns ist durch diese Familie, die der Schneeprinz einst kannte, Gutes widerfahren. Selbst nach seinem Tod bietet uns sein großer Einfluss noch Schutz. Wir wurden auf unserem Weg von vielen der unserer getrennt. Es war zu gefährlich geworden, in Größengruppen zu reisen. Wir mussten getrennte Wege gehen und konnten nun nur noch nachts reisen. Ich weiß nicht, wohin sie gegangen sein könnten. Ich fürchte, diese Kunde wird auch niemals kommen. Und aller Leben wurde für immer verändert. Unser aller Leben schicken. Was liegst du für Wörter?
Keine Ahnung. Das, was mein Kopf sich zurechtspinnt. Siebte Markierung, zehntes Kulnia. Nachts fällt es mir oft schwer, mich nicht in der Vergangenheit zu verlieren. Wenn ich ruhe, höre ich manchmal das Lachen der Jungen, wie sie im Tal spielen. Oder ich sehe blasse Bilder aus glücklicheren Zeiten vor meinem geistigen Auge vorbeihuschen. Vom Glück waren wir im Land der Schneeelfen wahrlich gesegnet. In solchen Augenblicken versuchte ich nicht zu lange in diesen Erinnerungen zu verharren. Oft macht es auch unsere Umgebung unmöglich, glücklicher Gedanken nachzuhängen. Wir leben nun schon so lange, so eng zusammen, dass wir der Gesellschaft der anderen überdrüssig geworden sind. Selbst die Stärksten von uns ergeben sich oft den Gedanken an alles, was wir zurücklassen mussten. Wir hoffen auf den Tag, an dem wir uns nicht länger verstecken müssen und wieder als freies Volk im Licht schreiten können. Doch ich fürchte, wir verlieren auch den letzten Funken Hoffnung, dass solch ein Tag jemals kommen wird. Zehnte Markierung, zehntes Kulnir. Ich kann die Tränen der Frauen und Kinder nicht mehr ertragen. Meine eigenen Tränen sind längst versiegt. Die Männer blicken auf uns herab, als seien wir schwach. Und doch haben wir dieselben Prüfungen überlebt wie sie. Ich will nicht über die vielen Leben nachdenken, die wir im Kampf verloren haben. Und es gelingt mir nicht, die Bilder meiner persönlichen Verluste aus meinem Geist zu bannen. Und nun, in einer Zeit, in der unser Volk zusammenrücken sollte, habe ich das Gefühl, als entfernten wir uns voneinander. Die Nord haben wahrhaft gewonnen. Unser einst so großer Stolz und unsere Einigkeit, sie sind nur noch ein Scherbenhaufen. Kein Schneehaufen. Schade. Das wäre so ein wunderschöner Pun gewesen. Wenn wir jetzt die Hoffnung verlieren, werden wir nie überleben. Heute haben viele, darunter auch ich, versucht, vernünftig miteinander zu reden. Wie kann es Hoffnung geben, wenn wir nicht über unsere Zukunft reden? Wir können nichts ändern, wenn unser Geist gebrochen bleibt. 18. Markierung, 10. Skulnir. Wir wissen, dass wir als Schneeelfen in dieser Welt nie wieder frei leben werden. Auf die eine oder andere Weise werden wir uns immer verstecken müssen. Es gibt aber keinen Grund, warum wir nie wieder die Sonne und den Wind auf unserer Haut spüren sollten. Es gibt hier gewisse Freunde, die uns helfen wollen, wenn die Bedrohung abgewendet ist. Wir wissen nun, dass wir wiedergeboren werden müssen, um zu überleben. Nach außen hin wird es so aussehen, als gehörten wir hierher. In unserem Inneren jedoch werden wir unsere Wahrheit und unsere Narben tragen. Myrtil Angoth. Vierter Abendstern. Ach, jetzt kommt unsere Zeitrechnung. Also nicht unsere im Real Life, sondern die Standardzeitrechnung in den Elder Scrolls-Spielen. Ich träumte einst davon, wie mein Vater in die Schlacht zu ziehen. Er lehrte mich das Kämpfen, sobald ich ein Schwert heben konnte. Mutter war damals der Ansicht, ich sei noch zu jung dafür. Doch er ignorierte ihre Bedenken. Ich kann mich noch genau an meine Euphorie erinnern, als ich Vater zum ersten Mal besiegte und er mich voller Stolz ansah. Wäre es nach ihm gegangen, hätte er mich im Kampf an seiner Seite gehabt. Das weiß ich. Dann wäre er ihm auch ein anderes Schicksal beschert gewesen. So aber sind Vater und viele andere tot. Die Alten sagen, uns bliebe nicht genug Krieger, um weiterzukämpfen. Ich selbst und auch einige der anderen Jüngeren protestierten gegen diese Einschätzung. Doch unsere unwichtigen Stimmen fanden kein Gehör. Es wurde entschieden, dass wir fliehen sollen, um Hilfe und Schutz zu suchen. Achter Abendstern. Aber interessant, dass hier nicht mal so eine, ne, in welcher Ära das spielt. In welchem Jahr. Nö, nö, unwichtig, unwichtig.
Uns erreichte die Kunde, dass der große Schneeprinz in der Schlacht gefallen war. Wir mussten untertauchen, so schnell wie möglich. Seither sind wir wie in alle Winde verstreut. Die wenigen von uns, die noch beisammen sind, wissen nicht, wohin sie sich wenden sollen. In den langen Nächten rechnen wir eng aneinander, gekauert mit dem Schlimmsten, bis wir schließlich von den ersten Strahlen der gesegneten Sonne erlöst werden. Möge Auriel unsere Schritte lenken.